aus diesen Kümmelfällen, wenn wir einen Muff machen. Der Innenteil des Muff ist aus Daunen, ist einfach schon ein vorgefertigtes Halbfabrikat, das man nachher überzieht mit dem Fell. Wenn wir das machen wollen, müssen wir zuerst mal ein Flachmuster haben. Und das sieht für den Muff sieht das so aus. Das sind Ausnäher, damit es nachher dann die Tonnen gibt. Die werden rausgeschnitten aus dem Fell. Die ganze Fläche die brauchen wir jetzt. Und wie man sieht, lange Eisfell natürlich nicht. Aber mit zwei Fällen sollten wir das herbringen, von der Fläche her. Wenn ich das halbiere, einfach zum schnell die Fläche abschätzen, sieht man also, aus einem Fell bringt man sicher die Hälfte her. Also sollte das gehen mit zwei Fällen. Das heisst, wenn wir jetzt drei Fälle zur Verfügung haben, dann tun wir das zuerst einmal versuchen zu schauen, welche Fälle passen zusammen und wie kann ich es nachher zum Zusammenpassen bringen. Sie haben einfach ganz leichte, unterschiedliche Strukturen und Farben. Und jetzt geht es darum, die zwei Fälle zu finden, die zusammenpassen. Und zwar so, auch wie man es zusammensetzen muss, weil sie auch eine Struktur haben vom Nacken bis zum Pumpf, die man auch wieder berücksichtigen muss. Wenn ich jetzt die drei Fälle anschaue, dann würde ich sagen, da ist auch die Farbwiedergabe ist von einem Licht ist sehr wichtig. Eigentlich. Am besten ist natürlich Naturlicht. Sonst halt einfach eine Tageslichtröhre, die wirklich einen hohen RA-Wert hat, über 90, damit es eine gute Farbwiedergabe gibt. Man sieht, dass das einfach ganz leicht einen rötlichen Stich hat. Das ist eher ein brünerer Stich, also weniger rot drinnen und das auch weniger rot. Das ist dafür heller wieder als die anderen zwei. Und jetzt geht es schon darum zu schauen, was passt überhaupt zusammen. Aber wenn man jetzt das so anschauen würde, kann ich es auch wechseln, damit man einen anderen Eindruck bekommt, das Gefühl hat, welche passen zusammen. Dann würde ich sagen, es sind die zwei, die farblich besser zusammenpassen. Das hat einfach einen anderen Farbstich. Darum lasse ich jetzt das gerade weg und versuche mit dem mal vorab zu klären, passen die schlussendlich zusammen. Ich habe ein kleinere und flachere Fell habe jetzt hier aufgenommen, weil der Kümmel da ist eben ein raucher und also rauer, raucher und ein höher. Und wenn ich die schlussendlich zusammensetze, dann nachher würde ich sagen, passen sie da vermutlich zusammen. Also da bringen wir eine Art her, wo man nachher zwar ein bisschen sieht, aber immer noch so, dass es vernachlässigbar ist. Wenn man je nachdem, was man will, grössere Fläche zusammensetzen, wenn man es will, unsichtbar machen, dann müssen wir mit ganz anderen Methoden dann schlussendlich hier verarbeiten. Aber jetzt so für den Muff ist das okay. Wenn man es umgekehrt macht, um das einfach auch anzuschauen, dann sieht man schon, das gibt einen anderen Absatz da. Also da ist es dunkler und kommt auf heller. Hingegen, wenn ich jetzt das da, der Küngel wird ja auch ein bisschen dunkler und ist hier von dem her da ein bisschen heller. Das passt besser zusammen. Und darum, das wäre jetzt mal die Idee, dass die nachher so zusammengesetzt werden. Wenn ich jetzt die brauche, ist das erste Mal, man tut anzeichnen, was ist die Rückenmitte. Für das ist das Kopierregel. Und jetzt geht es darum, einen Gesamteindruck. Also man muss einerseits Detail sehen und gleichzeitig auch immer das Gesamtbild vor Augen haben. Es nützt mir nichts, wenn ich irgendwo da schaue, sondern ich brauche ein Gesamtbild. Auch gerade für ein Fell können beurteilen und für können eine Linie festlegen, die die Rückenmitte ausmacht. Wenn ich dagegen streiche, spüre ich das auch. Also in der Rückenmitte hat er einen anderen Widerstand als beispielsweise da außen oder da außen. Also das Spüren ist da schon auch sehr wichtig. Dann zu schauen natürlich auch wiederum, was ist die Mitte des Fells, wie ist das symmetrisch aufgebaut. Also die Fälle sind in der Regel immer symmetrisch, also es gibt wenige, die nicht symmetrisch sind. Und dann tut man mal die Mitte anzeichnen. Man geht hier auf den Haargrund runter, weil das Haar wirft ja immer ein bisschen. Und das heisst, dort, wo man es optisch sieht, heisst nicht unbedingt, dass es tatsächlich die Rückenmitte ist. Das ist wichtig, aber in der weiteren Verarbeitung, dass man da wirklich die Rückenmitte sieht.
Was typisch ist beim Küngelifell, ist eigentlich das Dreieck da mit einer sehr dünnen Stelle. Also da hinten ist er dicker. Die Wamme ist sowieso eigentlich das dickste Teil vom Küngelifell. Und unten dran ist er dann einfach ansteigend, aber regelmäßig. Aber die dünne Stelle da, die spürt man und die muss auch nachher weg. Also ich kann es nicht weiter rauf brauchen als bis daher. Das, was ich jetzt anzeichne, muss ich als dünne Stelle spüren und sehen. Dann zeichne ich das gerade anzeichnen. Ich habe hier die Markierungen von meinem Kopierrädchen und zeichne das gerade mal anzeichnen. Dann habe ich hier Markierungen. Und jetzt ist es nicht so, dass die Rückenmitte irgendwie krumm läuft, sondern die ist in der Regel dann geradeaus. Und entsprechend ergänze ich jetzt einfach noch die Punkte, ergänzen, damit ich es nachher so vor Augen habe. Das Fell kann ich jetzt also brauchen von diesem Punkt aus bis zu diesem Punkt hierher. Das ist der Teil, den ich brauche schlussendlich brauche, wo ich muss die Breite und die Länge für die halbe Fläche von dem Muff haben, und das gibt es problemlos da. Wenn wir es erst angezeichnet haben, machen wir mit dem zweiten genau das Gleiche. Also jetzt schaue ich noch mal wegen der Fläche, was ich brauche. Das langt auf jeden Fall rein flächenmässig. Da braucht es ein bisschen Breite, dann schlussendlich. Länge habe ich genug. Das Gleiche ist bei dem da hinten. Das ist ja sowieso das grössere Fell, da ist überhaupt kein Problem. Und jetzt geht es darum, das miteinander abzustimmen. Die Breite können wir nachher ein bisschen spannen. Das sehen wir dann, wenn wir es auf die Form zwecken, so genannt. Jetzt geht es aber zuerst einmal darum, dass wir die beiden Fälle aneinander verarbeiten, damit man es nähen kann. Ich habe das gesagt, das gibt es obere Fell und das gibt es untere Fell. Und jetzt schaue ich hier nochmal an, wo ist etwa der richtige Übergang, wo ich schneiden kann. Bis dahin, wo ich angezeichnet habe, kann ich das Fell brauchen, nicht weiter rauf. Also lege ich es jetzt hier gerade umlegen und schaue jetzt mal da. Geht das aufeinander rauf? Stimmt das von der Farbe her, von der Haarstruktur her? Und wie weit kann ich da nach oben gehen? Also je weiter, dass ich hier anpasse, so jetzt dunkelt es mir, stimmt es etwa mit der Haarstruktur, dass das zusammenpasst, wenn ich das dann schneide. Jetzt schaue ich zur Sicherheit natürlich noch mal, ob ich die Fläche immer noch habe. Grundsätzlich ja, es ist nicht ganz so viel, wie ich vorher hatte, die Führung. Aber es sollte gehen. Aber das heisst schon, dass ich eher ein bisschen knapp schneide, wenn ich jetzt das anzeichne. Da zeichne ich jetzt anzeichnen, wo ich vorher meinen Falt gelegt habe, wo das Fell zusammenkommt. Das Gleiche an dem. Das ich hier auch anzeichnen. Das ist die Höhe vom Aufsatz oder vom Einschnitt, den es jetzt gibt. Also ich schneide jetzt das Fell hier abschneiden und das Fell hier abschneiden. Und dann werden die so zu einer Fläche zusammengenäht. Das Fell kann man nachher dann auch, oder muss man es ja auch noch ein bisschen spannen. Und das heisst, Unebenheiten, Flächenverschiebungen kann man machen. Ich muss nicht eine bolzengerade Naht machen, sondern ich kann möglichst viel dran lassen, damit ich quasi jeden Zentimeter noch brauchen kann. Das heisst, jetzt in diesem Fall, ich habe es ganz leicht in einem Bogen geschnitten, weil da außen ist es besser noch als da innen. Da ist eben da die Nackenstelle, die dünn ist, die weg muss. Darum habe ich jetzt einfach so ganz leicht Bogen geschnitten, damit ich da noch möglichst viel Fläche dran habe, weil die Fläche mir da eine fehlt. Wenn ich es jetzt hier noch mal anschaue, gehe ich hierher, bis hierher. Dort müsste ich es einschneiden. Jetzt haben wir vorher gesehen, eben, es war ein bisschen knapp gewesen. Jetzt gehe ich halt da, tun wir das übertragen, die Linie, da über. Und tue das jetzt dann schneiden. Dann schneide ich mir da ab, was ich angezeichnet habe. Lasse möglichst noch ein bisschen stehen. Nachschneiden kann man immer. Was ab ist, ist ab. Auch wenn man mal beim Pelz kann man durchaus wieder nah hernähen. Aber es muss ja nicht unbedingt sein. Ich schneide lieber zweimal ab, als dass ich wieder ein Stück ansetzen muss.
Also jetzt habe ich hier in etwa die gleiche Form wie hier unten. Ich lege das her, mal so, und dann kehre ich es wieder um und schaue die Haarstruktur an, ob das auch stimmt. Ich tue es stossend aneinander, also gerade die Lederkante an Lederkante, und schaue, funktioniert das, sieht das gut aus und muss ich es eventuell verschieben oder welche Struktur muss wo drauf. Ich sehe hier, das da muss ich etwas in die Breite nehmen, damit es dann schlussendlich von der Fellstruktur her stimmt, weil es wird da außen wieder flacher. Also gehe ich da etwas nach außen, bis ich das Gefühl habe, okay, da ist der Übergang, da stimmt er. Ich zeichne das anzeichnen, wieder mit dem Kopierrädchen über beide Fälle rein. Das gleiche mache ich hier hin, bis ich das Gefühl habe, okay, da ist der Übergang richtig. Ich zeichne das hier auch anzeichnen. Drücke Mitte, die muss stimmen. Die ist ja schon gegeben. Und jetzt, wenn ich die Fälle wieder so kehre, dann sehe ich, also ich muss das obere Fell ziemlich in die Breite nehmen und das untere Fell ein bisschen zusammennehmen. Also, das Zeichen muss nachher auf das da. Grotzen ist klar. Und das Zeichen muss auf das da. Das kann ich jetzt so nähen. Und nachher gibt es zwar eine Welle, wenn es von der Nähmaschine kommt, aber wenn ich das nachher nass mache und aufspanne, dann wird es flach sein am Schluss. Um die beiden Teile so zusammennähen, wie ich es hier markiert habe, tue ich jetzt zuerst die Markierungen aufeinander nähen, einfach mit ein paar Heftstichen. Also man tut nicht stecken wie beim Stoff, wo man nicht einfach zustecken, sondern man tut die Markierungen so aufeinander heften. Dann den Grotzen. Die Seiten auch noch. Das sind ja die Markierungen, die ich gemacht habe, damit die Haarstruktur übereinstimmt von beiden Fällen. Und was jetzt da zu viel ist auf der einen Seite, das hier, das tue ich jetzt einhalten und das lässt sich nachher rausziehen, wenn wir es nass machen und aufspannen. Dann fange ich hier mit an, dort wo dann auch schlussendlich das Fell aufhört. Und nehme jetzt den Kopf ganz durch. Und immer schön die Haare einstreichen, damit die nicht rausschauen. Und jetzt fange ich hier an, einfach ganz leicht einhalten, indem ich das nachschiebe. Der Antrieb selber, der ist auf dem hinteren Rädchen. Und das Vordere läuft einfach mit oder eben geht sogar etwas schneller, wenn ich hier ein Fältchen lege bzw. etwas anstoße. Das, was ich vorher hatte, verteile ich natürlich möglichst regelmäßig verteilen, jetzt in dem Fall. Und nicht nur auf einer Stelle, sondern wirklich über die ganze Strecke, die ich muss nähen muss, möglichst regelmäßig ganz leicht einhalten. Wie sie am Schluss nicht mehr haben. So. Und dann hinten abreißen. Und dann hebt die Naht mit entsprechender Form. Zum das Fell aufspannen, nachher auf das Muster,
tut man es nass machen. Also wir haben die zwei zusammengesetzten Feldteile zu einer Fläche gemacht. Jetzt können wir dann die Fläche nass machen, damit wir es auf das Muster, auf das Flachmuster aufspannen. Nass machen heisst heutzutage entweder einfach nur mit destilliertem Wasser. Früher haben wir auch normales Hahnenwasser genommen. Mit der heutigen Zurichtemethode, die stark entfettend sind, sollte man kein Hahnenwasser mehr nehmen, sondern nur noch destilliertes Wasser. Ich selber nehme noch eine Mischung dazu, die ich selber auch herstelle. Ich koche Flohsamen aufkochen mit destilliertem Wasser und es gibt noch Zitronenöl, Lavendelöl drin und ein Daunenwaschmittel, das die Oberflächenspannung vom Wasser nimmt. Mit dem reinige ich und aber auch die Pelzteile nass machen, spannen, weil es ist gleichzeitig auch eine Lederpflege. Zum Aufspannen nehme ich nur einen Teil davon, das heisst etwa ein Teil von meiner Mischung und vier Teile destilliertes Wasser, das ich hier abfülle. Ups, und mit dem kann ich jetzt das Fell einsprayen. Dann kann ich mich so schützen, weil der Untergrund wird jetzt vielleicht auch ein bisschen nass. Und was man früher mit Hand und Bürste gemacht hat, macht man heute alles mit Druckluft. Und für das haben wir die Spritzpistole. Mit dem kann ich einfach das ganze Fell so einsprayen. Also es geht darum, dass man das Leder wirklich nass macht, aber nicht unbedingt das Haar wäscht da dabei. Ein bisschen Feuchtigkeit schadet nichts, aber es sollte möglichst wenig aufs Haar überkommen. Also es darf wirklich schön feucht sein und jetzt zieht es dann das Wasser rein, indem ich es zusammenlege, schön das nasse Leder nach innen einschlage und das im Moment liegen lasse, damit es Zeit hat zum Einziehen. In der Zwischenzeit tue ich das Muster aufzeichnen. Wenn ich hier habe. Und für das müsste ich auch noch einen Bleistift haben. Da einfach mit etwas beschweren, damit es ein bisschen Widerstand gibt. So, da werden mal die ganzen Konturen. Wenn ich die Konturen aufzeichnet habe, tue ich hier noch für den Grotzen die Mitte von dem Muff aufzeichnen, also das, was nachher hier rundherum läuft, damit die Druckmitte vom Fell in der Mitte vom Muster bzw. vom Muff dann schlussendlich durchläuft. Dann kann ich das wegnehmen. Ich würde das noch ein bisschen verlängern und ein bisschen mehr anzeichnen, damit ich da auch über den Fellrand aus noch etwas habe. Unterdessen ist das jetzt schön eingedrungen, das destillierte Wasser. Was jetzt noch kommt, ist ausrollen mit dem Rollholz. Die Naht oben abrollen. Wenn es feucht ist, geht das natürlich auch besser, als wenn es trocken ist. Um das so ein bisschen zu ziehen. Und jetzt sieht man auch, jetzt kann ich das wirklich schön ziehen. Also was mir vorher eine Breite gefehlt hat, kriege ich jetzt eigentlich problemlos her. Ich muss allerdings aufpassen, also ich kann es ja nicht
ich komme nicht mehr Fläche über. Also wenn ich Breite ziehe, wird es kürzer. Und wenn ich es in die Länge ziehe, wird es schmäler. Also die Fläche bleibt in etwa gleich durchs Ziehen, aber die Verteilung der Fläche, die wird anders. Dann zwecke ich mal unten an. Das heisst, da, der Strich, den ich habe, der muss überdeckt sein. Mit dem Pumpteil vom unteren Fell. Und da drücke ich mal Druck in die Mitte anmachen mit der Druckluftpistole. Dann zwecke ich auch unten gerade mal durch, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Und jetzt verklemmt es natürlich gerade. Sorry. Ja. Super. Das fehlt dann nämlich gerade noch. Es ist nicht so, dass das bei jedes Mal passiert, aber halt immer wieder, dass es auch mal so einen Angreifer kann verklemmen. Natürlich immer dann, wenn es nicht kannst brauchen. So. Also da der Strich, den ich drunter habe, überdecken. Das Fell nicht zu sehr verziehen, aber doch so, dass es immer ein bisschen Zug drauf hat. Da ist der Ecke, den ich nachher weg habe, vom Nackenteil. Da gehe ich sicher so weit rauf, dass der über dem Schnittmuster liegt. Und jetzt kann ich eigentlich von da aus Breite rausziehen, wie ich sie brauche, die Breite brauche. Vorher hat es noch knapp ausgesehen, jetzt sieht es so aus, als ob das locker übergeht. Versuche immer gleichseitig zu arbeiten, dass das Ganze asymmetrisch bleibt. Der Grotzen muss gerade runterlaufen. Wenn ich ziehe, dann ziehe ich immer auf B-Seite. Und mal zum das ein bisschen heften, tue ich da einfach einmal den Grotzen ein bisschen anheften mit Heftklammern. Jetzt kann ich da eigentlich wieder alles schön rausziehen. Es langt bei weitem, bis daher muss ich. Und die Weite komme ich über. Ich muss einfach schauen, dass ich nicht nur auf einer Seite rausziehe, sondern immer wieder gleichseitig, damit nachher der ganze Muff auch schön symmetrisch kommt. Wenn man zieht, dann auch immer mit der Hand arbeiten und erst am Schluss so knapp wie möglich fassen. Also nicht nur einfach von einem Meter ziehen, sondern wirklich das Fell auch langsam bearbeiten. Wenn man zieht, immer möglichst grossflächig ziehen oder eben sogar mit den Handflächen stossen. Früher, bevor wir die Druckluftpistole hatten, haben wir das Ganze noch mit Nägeln gemacht, mit sogenannten Zwecknägeln. Die sind jetzt zwar gerade ein bisschen fein, aber ich nehme jetzt die trotzdem gerade. Dann hat man mit der Zweckzange angezogen und genagelt. Ich tue das gerade auf der anderen Seite auch. Man kann, eben die Zweckzange war in dem Sinne das Multi-Instrument. Man hat gezogen ein bisschen und den Nagel eingeschlagen. An einem grossen Mantel hat man 2-3 Stunden gezweckt von Hand. Und heute in einer halben Stunde einen grossen Mantel. Dann ist das gespannt. Die Agraffen, die jetzt hier in der Mitte sind, die kann ich unterdessen wieder rausnehmen. Weil jetzt hat sich da nichts mehr verschieben.
Das Ganze ist gespannt. Wenn ich das Muster schnell so etwas drüber habe, um zu schauen, das lange bei weitem. Da bin ich schön weg mit dem Nackenteil. Und da habe ich den Pumpfteil auch weg. Die Seiten sind auch okay. Also da sieht alles gut aus. Ist etwa gleichzeitig vom Wegziehen, also da, was drauf ankommt. Auch da der Tiechen ist ungefähr am gleichen Ort. Ist eigentlich gut. Also kann man es jetzt trocknen lassen. Und das lässt man in der Regel einfach über Nacht trocknen und schafft dann am nächsten Tag weiter. Wir haben jetzt hier so aufgespannt gehabt. Das ist über Nacht trocken. Jetzt hat es so eine gewisse Härte vom Leder. Und da geht es jetzt darum, dass wir das wieder weich machen. Das machen wir einerseits mit dem Rollholz, wo wir ja nicht weich reiben. Tun wir jetzt hier eigentlich die Lederoberfläche ein bisschen auflockern. Wenn man mit dem Rollholz erst mal ein bisschen aufgelockert hat, dann kommt das Streckholz. Mit dem tut man auch noch mal richtig schön drüber fahren, damit man das Leder bewegt, damit es immer noch etwas weicher und noch etwas weicher wird. Durch das Spannen ist es natürlich immer eine Beanspruchung, dass er das nass wird und nachher abtrocknen lassen. Ist immer eine Beanspruchung vom Leder. Und es wird die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger härter halt nach dem Abtrocknen. Und das kann man aber wieder auflockern, indem man eben es vor allem bewegt. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht über die Matte rein tue, dass ich die nicht verreisse. Schon mal ein bisschen besser geworden. Es darf sich da ein bisschen bewegen. Weil die Form selber, die bleibt jetzt eigentlich. Auch wenn ich da noch so strecke und das bearbeite, sich das Leder bewegt, die Form selber, die ich reingezweckt habe, die bleibt eigentlich so, wie sie ist. Wenn es mal ein bisschen weich ist, das Gefühl hat so, jetzt kann man es abnehmen. Dann kommt der Rechen eigentlich zum Zug, dass man all die Agraffen, die ich vorher reingeschlagen habe, einen Abend vorher, jetzt wieder rauszieht. Das tut man auch ein bisschen von innen nach außen machen, damit man das Leder nicht gleich wieder verzieht und damit man ein bisschen Widerstand hat. Für Haarbürsten gibt es eine separate, es gibt auch Drahtbürsten, wobei die möglichst wenig eingesetzt werden, bei Füchsen vielleicht noch, wenn sie sehr dick sind, damit man dann mit den Drahtbürsten ein bisschen etwas kann an Unterwolle rausholen kann, wo zu dick ist oder wo verfilzt ist. Aber sonst ein Kamm, das ist noch etwa das, was man auch braucht. Die werden rezykliert. Jetzt ist das immer noch ein bisschen, auch wenn ich es jetzt schon weich gerieben habe, aber halt immer noch ein bisschen, ja, steif. Und damit es weicher wird, geht das jetzt in die Lütertonne einsprayen, nochmal ein bisschen feucht machen und dann wird das dreht in der Tonne. Die Form, wenn man es nicht nass macht, sondern nur feucht, bleibt gleich, aber es wird schlussendlich weicher. Eingesprayt habe ich es jetzt und dann kommt das da drin rein. Die Gittertüren davor. Und das Ganze zumachen. Und jetzt dreht das wie in einem Tumbler rein. Jetzt muss das noch 2 Stunden da drinnen drehen und dann wird es weich damit.
nähen, nach Möglichkeit entweder gegen den Haarlauf oder wenn es quer zum Haar ist, so dass das Haar auf einem zuläuft bzw. von der Maschine wegläuft. Da ist jetzt klar, hinten ist es eben, da muss ich nichts heften. Hingegen da ist es wichtig, dass ich da eigentlich vorne gerade die Kante verrutsche. Und jetzt die Naht machen da, was ich jetzt vorher rausgeschnitten habe. Den Ausnäher. Noch den Faden wegziehen. Ja. So. Er sollte nicht in den Weg kommen. Und dann gibt es eine Überwindungsnaht. So wie es eigentlich immer ist. Das ist beim Auslagen gleich, das ist beim Zusammennähen gleich, das ist beim Zusammenstellen von einzelnen Feldteilen genau gleich. Abreißen am Schluss, wenn die Nadel dahinten ist. Der Greifer, der den Faden holt, auch da hinten ist, dann kann man so abreißen. Dann kann man das nächste gehen. Man muss auch nicht verstäten, wenn man es nachher noch weiter verarbeitet. Das einzige Mal, wo ich es verstäten, ist, wenn ich ein Lammfell nähe, wo es also an eine Aussenkante herkommt und kein Futter darüber hat, dann tue ich auch noch verstäten. Aber sonst, jetzt so bei einer normalen Pelzverarbeitung, da kann man wirklich einfach einmal drüber nähen, am Schluss abreißen und das war's. Spitze an, im Gegensatz zu denen, die ich von außen her auf die Spitze hin genäht habe. Also wenn ich jetzt hier alles genäht habe, dann kann man das mal schon ein bisschen umkehren, einfach um zu zeigen, wie das für einen Effekt gibt. Also bevor wir das dann ganz zusammennäht, tue ich die Nähte noch ausrollen. Jetzt geht es noch etwas ein einfacher, als wenn das schon ganz am Ende des Stück ist. Dazu wieder mit dem Rollholz schön kräftig darüber fahren und mit Druck die Nähte flach rollen. Es braucht noch etwas, kann man auch mit dem Fingernagel noch etwas drüber fahren. Jetzt wird das hier dran gestürzt, zuerst von der Lederseite und von der falschen Seite her. Und ich tue hier die Nähte aufeinander heften, so dass es nachher schön reingenäht werden kann. Wichtig ist jetzt, dass auch, was nicht Pelz ist, also Stoff oder wenn es Leder wäre, Leder, auf der Maschinenseite ist. So, mit dem letzten Heftpunkt kann ich das nachher gerade durchnähen. Die Naht kann ich nicht mehr gut ausrollen, geht aber auch einfach mit ein bisschen auseinanderstrecken. Jetzt kann ich das hier rausschneiden. Das ist ja nachher dann beim Reissverschluss und das wird von Hand abgeknäht. Das gleiche dann von dieser Seite her muss jetzt stürzen und dann wird das auch von Hand abgeknäht. So. Und fertige Stufe.